Hi, ich bin Luna. Ihr kennt mich vielleicht schon von den... Nee, nochmal von vorne, bitte. Mal einfach weiter. Ihr kennt mich vielleicht schon von der Tour von Dieppe bis nach Camaret-sur-Mer, da war ich dabei. Noch ein bisschen schneller. Und ich bin jetzt bis auf Weiteres erstmal dabei auf der Tour, da ich keinen Rückflug gebucht habe. Also werdet ihr mich vielleicht noch öfter sehen in den Vlogs. Und ich möchte nicht auf meine C-Bands reduziert werden. Alles, was ich gerade sage, hat Basti mich zurückgezogen. Ja, heute geht's nach Kaschkai. Heute geht's nach Kaschkai. Und Bernd, geht's super? Ja, und ich fahre natürlich auch mit. Wir kennen mich ja schon ein bisschen. Und für mich geht's jetzt in den Endspurt, weil der nächste Hafen ist dann erstmal der Zielhafen für mich. Lauter reden. Was soll ich denn sagen? Ja, wer du bist, was du hier machst. Ja, Luna ist 22. Was denn? Ja, Information, oder? Okay. Sind Informationen wichtig? Ja. Wichtig, auf jeden Fall. Ich habe mir jetzt solche Armbänder gekauft. Und die haben hier so einen Knubbel in der Art und der drückt hier auf einen Akupunkturpunkt. Und das soll gegen Übelkeit helfen. Testen wir mal. Ich kann ja dann mal berichten, wenn wir gut angekommen sind, wie es gelaufen ist. Genau. Und was heißt gut angekommen? Wir fahren heute nämlich nach Kaschkai. Das ist in der Nähe von Lissabon, ungefähr so 20 Meilen vor Lissabon. Das kann ich euch gleich mal auf der Karte zeigen. Na, was ist immer gleich? Ich mache jetzt einfach mal. Zeig ich es mal ein bisschen ruhiger und langsamer, weil meine Mama beschwert sich immer, dass sie das nicht sehen kann, weil du das viel zu schnell machst. Ja. Und wir sind jetzt hier 50 Meilen am westlichsten Punkt Europas, am Cabo de Roca vorbei. Da liegt Winterland. Nee, glaube ich, oder? Nee. Ja, hier kann man auch nochmal auf der Karte sehen. Wir wollen lang segeln und zwar von Peniche einmal hier runter an Cabo de Roca vorbei. Hier liegt ist der westlichste Punkt Europas und dann hier nach Kaschkai rein. Also diese Strecke sind hier ungefähr 50 Meilen. Die Wassertiefe ist ungefähr 43 Meter, also um die 50 Meter. Und also immer in Küstennähe. Die Welle nimmt ein bisschen ab im Laufe des Tages, weil die ist hier noch bei guten 3 bis 4 Metern. Auch so angesagt, die Wellenrichtung macht ein bisschen zu schaffen hier bei dem Kurs, weil die kommt nicht richtig von Achtern, so wie der Wind, sondern die kommt hier von West und wir segeln Süd, das heißt, oder 190 Grad. Das heißt, die kommt ein bisschen von der Seite und bringt die Tonga damit immer ein bisschen ins Schaukeln. Deswegen ist es immer ein bisschen kräfteraubend, aber die Crew ist, das freut mich sehr. Mal wieder Salzstangen. Unsere Windsteueranlage macht wieder. Und zwar kann ich euch die mal ein bisschen erklären, weil wir haben ja keinen Autopilot. Gehen wir mal hier hinten hin. Das hier ist im Prinzip das Segel. Das ist ungefähr 1,80 Bären. Wie groß ist das? 1,90 vielleicht. Und die hält praktisch immer mit einem Gewicht, das ist hier vorne, die Windfahne im Wind. Und würde sich theoretisch oder praktisch sich die Lage des Bootes verändern, ist hier eine Übersetzung, eine Direktübersetzung über zwei Zahnräder, die praktisch hier diese Pinne verändert. Und zwar genau immer in die gegengesetzte Richtung von der Windfahne. Ja, so einfach ist das Prinzip. Altbewährt, einer mit der ersten Windfahne. Eine John Adam Windfahne Atlantik. Da hinten kommt wieder viel Regen, sehe ich gerade. Da hinten ist grau über Peniche. Das heißt, gleich kommt wieder ein bisschen mehr Wind. It seems so bright to you in my eyes.
Leute, wie ihr merkt, ist der Motor an. Oder wie ihr es jetzt gerade gemerkt habt, ist der Motor an. Der Wind ist nämlich zu wenig für die hohe Welle. Das heißt, wir werden hier immer ganz schön hin und her gewirbelt. Deswegen haben wir jetzt von den Spielbaum eingeholt. Der hängt aber vorne noch dran, wenn nachher wieder ein bisschen mehr Wind kommen soll. Was man aber jetzt schön beobachten kann, ist, dass die Windfahne hinten zusammen mit dem Motor interagiert. Das heißt, der Wind kommt noch schwach von achterlich und beeinflusst somit noch die, das Ruder von der Windfahne, was jetzt angeströmt wird vom Propeller. Und diese Windfahne kann in dem Sinne auch mit Motor laufen zusammen und hält super hier unseren 190 Grad Kurs. Und Luna muss sie gerade gar nichts machen. Nö, eigentlich nicht. Kontrolliere nur, ob es stimmt. Und meistens passt. Sehr schön. Die C-Bands bei Luna haben jetzt nicht so gut geklappt bisher. Also was heißt nicht so gut? Ja. Ein bisschen klappt schon, aber ich glaube, der Körper muss sich erstmal daran gewöhnen wieder. Und hat man das gehört hier? Nee. Ich habe hier richtig schön die Cola rausgelassen. Das gerülpst? Ja, aber. Hallo. So muss es. Das muss ja sein. Kannst du mal erzählen, den Trick mit der Cola. Genau. Viel Cola trinken und viel aufstoßen. Dann entspannt sich der Magen. Jetzt muss ich mal eine Sache sagen, die ich noch gar nicht gesagt habe, und zwar, wie unglaublich stolz ich auf meinen Vater bin. Und zwar ist, glaube ich, jetzt der richtige Zeitpunkt, weil wir am westlichsten Punkt Europas sind, wie gesagt, und vom letzten Stop, bevor es dann wirklich auf die Kanaren geht, nonstop, von Kaschkreis nach Lanzarote, und das auch der Endpunkt ist, wo Bernd dann aussteigt. Und da bin ich unglaublich stolz. Und worauf ich auch stolz bin, ist, dass er das Vertrauen in mich hatte, in mein Schiff, und auf zu mir aufs Schiff gestiegen und ist und gesagt hast, wir machen das jetzt, wir rocken das. Und ja, cool. Da freue ich mich richtig, dass er... Da ziehe ich meinen Hut. Geil. Weil es ist nicht immer so, dass ein 63-Jähriger das Zepter einem 26- oder 27-Jährigen überlässt. Das ist jetzt Halbfinale, Bernd steigt auf den Kanaren aus und Luna bleibt an Bord, und ich würde mich echt freuen, wenn ihr da ein bisschen was in die Kommentare schreibt und ja, ob man vielleicht eine Entwicklung bei ihm gesehen hat oder ob man oder wie ihr das so empfindet. Würdet ihr auch auf mein Schiff steigen oder auf ein Schiff steigen, wo ein Jüngerer das Sagen hat und in dem Sinne ihm komplett vertrauen? Und bis jetzt ist alles gut gegangen, aber ich meine, es ist auch nicht immer leicht, einen Jüngeren das Zepter zu überlassen. Und was sagt ihr dazu? Würdet ihr das auch machen? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Darüber würden wir uns beide echt freuen. Weil das ist echt zu unserer Abendroutine geworden, dass wir bei YouTube reinschauen und Kommentare anschauen. Und Bernd freut sich immer mega darüber, wenn da aufbauende Worte kommen. Und ich mich natürlich auch. Also an die Community. Ihr seid super, wirklich. Ihr unterstützt euch uns hammerhart. Und die Kommentare sind allesamt super. Macht richtig Spaß, mit euch zusammen auf die Kanarischen Inseln zu segeln. Endspurt. Endspurt, Endspurt. Letzter Stopp, Kaschkreis. Take care of yourself. Yes. And I believe in you.